Hallo, herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Ich möchte euch heute ein Rezept zeigen, von dem ich schon seit Dezember ungefähr die Anfragen habe. Und zwar werde ich heute einen Schokokuchen machen mit Erdbeeren. Und ich bekomme wirklich schon seit Dezember so ein Bild geschickt. Ich weiß nicht, woher das stammt. Ich habe es auch nicht mehr gefunden. Ich habe es echt lang gesucht. Aber das ist einfach so ein Schokokuchen mit einer weißen Creme und Erdbeeren. Und ich habe bisher nie darauf geantwortet und habe immer gesagt, ja, ich mache es noch. Einfach aus dem Grund, weil für mich geht es einfach nicht, dass man Erdbeeren im Winter kauft. Aus dem Grund, weil es dann eben spanische Erdbeeren sind. Und man muss sich einfach mal ganz logisch überlegen. Ich meine, die Erdbeersaison beginnt jetzt im Mai. Mitte Mai, Ende Mai, und wenn man Erdbeeren im Dezember kaufen kann, sollte man sich überlegen, was steckt eigentlich auf den Erdbeeren drauf, also wieso kommen die überhaupt so knallrot und groß und prächtig bei uns an und wie werden sie überhaupt angebaut. Und ich möchte gar nicht mehr auf das Thema eingehen, sondern verlinke euch gleich zwei Videos unten in meiner Infobox, da wo Info steht. Und zwar könnt ihr da einfach mal nachschauen, wenn es euch interessiert. Ich finde es super interessant, weil man einfach mal sieht, wie eben so Erdbeeren gezüchtet werden, wie sie gepflückt werden, was eingesetzt werden muss, damit sie eben schön knallrot werden und nicht verdatscht und verdellt bei uns ankommen. Und natürlich auch, welche Menschen dahinter stecken, die das dann züchten müssen und wie da so die Arbeitsbedingungen und so weiter sind. Bei uns ist es so, also wir kaufen dann unsere Erdbeeren hier oder, was uns noch mehr Spaß macht, wir gehen einfach direkt aufs Erdbeerfeld und pflücken unsere Erdbeeren selber. Das gibt es, denke ich, in jeder Stadt oder so in ländlichen Regionen. Auf jeden Fall gibt es überall diese deutschen Erdbeerfelder, wo man dann selber draufgehen kann mit der ganzen Familie. Wir machen das dann immer so, da hauen wir uns dann echt den Bauch mit Erdbeeren voll und, und können da mit meinem Mann, mit meiner Tochter, meine Eltern sind immer dabei, können da dann die Erdbeeren pflücken. Man kann dann so viel essen, wie man will. Kann dann noch welche pflücken für zu Hause. Und das ist echt nicht nur einfach so dieses Pflücken, sondern das ist einfach ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Man verbringt die Zeit in der Natur und das ist einfach was Tolles, wenn man diese Erdbeeren dann selber sammeln und selber pflücken kann. Ich meine, diese hier sind jetzt gekauft, weil zum Beispiel unsere Erdbeeren im Garten noch gar nicht fertig sind, die sind noch gar nicht reif. Aber ich finde es einfach schön, wenn man das eben so mitnimmt und das auch den Kindern mal zeigt, wo die Erdbeeren überhaupt wachsen. Wieso heißen die Erdbeeren, weil sie auf der Erde wachsen? Ha. Und ich finde, das sollte man einfach mal gemacht haben. Und ja, die Videos sind auf jeden Fall sehr interessant. Und für uns ist es beispielsweise nicht nur wichtig, dass wir saisonale Produkte kaufen, also die Produkte, die jetzt gerade Saison haben, sondern auch, dass wir regionale Produkte kaufen. Es gibt zum Beispiel im Supermarkt Bio-Rucola und wenn man dann mal aufs Etikett schaut, steht da Italien. Und für mich ist das dann persönlich kein Bio-Rucola mehr, weil dieser Rucola vielleicht biologisch angebaut wird, also nach Bio-Standard. Aber ich denke mir dann, okay, der muss jetzt von Italien bis nach Deutschland geliefert werden und dieser ganze Transport, die Abgase, das ist dann für mich einfach kein Bio mehr. Und lieber kaufe ich dann einen Rucola, der vielleicht nicht bio angebaut ist, aber eben aus Deutschland kommt. Oder bei uns wächst der Rucola zum Beispiel im eigenen Garten. Dann warte ich einfach, bis der wächst und dann kann ich mir den schön pflücken. Der Wild-Rucola schmeckt sowieso viel besser. Und das sind einfach diese Footmiles, die man mal überlegen muss. Also welchen Weg müssen die ganzen Früchte und Obstsorten hinlegen, um bis nach uns zu kommen? Klar gibt es bis zu uns zu kommen. Deutschlehrerin. Klar gibt es bei uns keine Ananas. Ich meine, gut, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht, werden vielleicht in 20, 30 Jahren auch hier Ananas gezüchtet werden können, weil einfach bei uns das Wetter so tropisch wird. Aber ja, ich werde euch mal auf jeden Fall einen Saisonkalender für Obst und Gemüse auf meinem Blog veröffentlichen. Ich finde, da sollte man sich mal dran orientieren und dann werdet ihr auch sehen, dass es bei mir in nächster Zeit viele Rezepte mit Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren geben wird, also mit so ganz vielen saisonalen Produkten. Und jetzt möchte ich euch gerne meine Torte vorstellen, die ich heute mache. Die ist nämlich ganz schnell hergestellt, sehr einfach und schmeckt total lecker. Und zwar ist das ein leckerer schokoladiger Teig mit Erdbeeren drauf, mit einer Joghurtschicht. Das finde ich immer ganz lecker. Und dann als Topping kann man entweder die Streusel vom Kuchen benutzen oder eben eine schöne Schokoschicht. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach an den Ofen und ich zeige euch jetzt die Zutaten für den Teig. Ich habe hier drei Eier, 125 Gramm Zucker, 60 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakaopulver, Backkakao und kein Kaba und 40 Gramm Speisestärke. Hier habe ich noch 1,5 Teelöffel Backpulver. Hier habe ich noch etwas Vanilleschote gerieben durch eine Mühle. Ich habe hier 100 Milliliter Mineralwasser mit Sprudel drin, also mit Kohlensäure.
und hier 60 Milliliter neutrales Öl. Warum benutzen du eigentlich Wasser, Mineralwasser und kein normales Wasser? Weil da Kohlensäure drin ist und weil es den Teig luftiger macht als stilles Mineralwasser. Ich meine, man könnte stattdessen auch Fanta oder sowas nehmen, hat man noch ein bisschen mehr Geschmack drin, aber dann finde ich es zu süß, weil wir haben ja auch hier Zucker. Ich habe jetzt meinen Ofen schon vorgeheizt auf 190 Grad Ober- und Unterhitze und habe hier mein Backblech mit Backpapier ausgelegt. Ihr könnt natürlich auch die Backfolie nehmen, die habe ich jetzt aber leider zu Hause vergessen. Und hier habe ich noch meinen Backrahmen und den habe ich auf 24 cm eingestellt. Wenn ihr jetzt eine Springform habt oder einen Backrahmen und eine andere Größe machen wollt, gibt es auf meinem Blog auf sallistortenwelt.de eine Umrechnungstabelle bei meinem russischen Zupfkuchen. Kann ich aber auch gerne hier unter dem Video verlinken. Und da könnt ihr euch das eben ausrechnen für die jeweilige Springformgröße. Also ihr könnt diesen Kuchen, diese Torte auf jede Größe hoch oder runter rechnen. Ihr könnt sie auch in einer 18er backen oder in einer 32er. Einfach die Umrechnungstabelle nehmen und die Zahl dann mit den Zutaten multiplizieren, also mal nehmen. Jetzt werde ich einfach den Teig zubereiten und gehe deswegen an die Küchenmaschine. Aber ihr könnt es natürlich wie immer auch mit einem Handrührgerät machen, aber so ist es eben viel einfacher. Für den Teig gebt ihr jetzt erst die Eier in die Rührschüssel und gebt dann nach und nach den Zucker mit dazu und lasst das Ganze mit der Küchenmaschine auf höchster Stufe so lange rühren, bis es richtig schön weißcremig ist. Dann gebe ich das Wasser und das Öl mit in den Teig. Jetzt braucht ihr auch keine Küchenmaschine mehr. Und dann werde ich die trockenen Zutaten, also Mehl, Backpulver und Speisestärke, vermischen und hineinsieben. Das Ganze wird dann mit einem Schneebesen ganz kurz verrührt, sodass ihr eben so wenig Luft wie möglich rausschlagt. Und dann wird der Teig einfach eingefüllt in die Backform und muss dann bei 190 Grad etwa 20 Minuten gebacken werden. Ihr müsst auf jeden Fall die Stäbchenprobe machen, also mit dem Zahnstocher reinstechen. Und wenn nichts mehr dran klebt, dürft ihr den Teig rausnehmen. Und so werde ich ihn jetzt hineingeben, abkühlen lassen und dann sehen wir uns wieder. Mein Teig ist jetzt gebacken, der hat exakt 20 Minuten gebacken und war dann durch. Und so sieht er jetzt aus. Und ihr könnt jetzt hier sehen, dass der hier am Rand leicht ausgelaufen ist. Also so diese Menge, das ist wirklich noch normal, weil das einfach ein sehr flüssiger Teig auch ist. Das ist jetzt kein Biskuitteig, der sehr standfest ist, weil im Biskuitteig fügt man ja kein Öl oder kein Wasser hinzu. Und bei diesem Biskuitrührteig, dieser Ölteig, bei dem fügt man eben noch Wasser hinzu und Öl. Dadurch wird der Teig natürlich etwas flüssiger. Ihr könnt dem auch entgegenwirken, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt, dass gar nichts ausläuft. Dann könnt ihr den Teig in etwas, also diese Backform, in etwas Backpapier einschlagen. Das macht man dann einfach so, dass man die Backform aufs Backpapier gibt und dann von außen nach innen eben das Backpapier einschlägt. Und dann könnt ihr den Backrahmen sogar hochheben und seht, dass das Backpapier einfach dran hängen bleibt. Das ist wie so ein doppelter Boden eben drunter und das verhindert einfach das Auslaufen. Natürlich müsst ihr aber auch immer darauf achten, dass der Ofen vorgeheizt ist und dass ihr den Teig einfach in der Form nicht zu lange stehen lasst. Denn wenn ihr ihn stehen lasst, nimmt er sich eben, findet er seinen Weg und läuft hinaus. Ich werde meinen Teig jetzt komplett auskühlen lassen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn der Teig dann komplett ausgekühlt ist, dann könnt ihr weiterarbeiten. Und zwar werde ich es jetzt so machen, dass ich vom Teig so eine kleine Schicht abschneide und diese dann zerbrösle und später als Topping draufgebe. Ihr könnt aber jetzt auch den Teig so ganz lassen, dann die Erdbeeren und die Creme draufgeben und dann zum Beispiel eine Schokoschicht draufgeben. Aber weil ich jetzt keine Schokoschicht machen möchte, sondern euch einfach den ganz einfachen Trick mit den Streuseln zeigen möchte, zeige ich euch das jetzt. Und zwar benutze ich jetzt wieder dieses Werkzeug, meine Tortensäge dafür, weil ich einfach damit schöne gerade Stücke rausschneiden kann. Und zwar stelle ich mir das jetzt ein. Ich möchte natürlich jetzt nicht so viel abschneiden, sondern einfach nur was ganz Kleines und kann jetzt hier das einfach verstellen. Muss ich einfach ein bisschen zusammendrücken. Und bei so Tortenschneidern gibt es einfach echt Unterschiede wie Tag und Nacht. Ich hatte das ja schon mal gesagt, dass ich einen hatte von Lidl oder Aldi, ich weiß es gar nicht mehr. Und der war einfach echt grottenschlecht. Der hat mir immer den Teig zerstört, weil einfach dieser Draht viel zu glatt war. Und dieser Draht ist eben gerillt, wie so eine kleine Säge eben. Und ihr seht, da kann ich richtig schön einmal durchsägen. Ich meine, eigentlich lassen sich Torten ja besser schneiden, wenn sie ein bisschen stehen. Aber ich möchte jetzt einfach gleich weiterarbeiten. Und dann nehme ich mir jetzt einfach den oberen Teil. Der muss ja sowieso zerbröselt werden. Und ihr seht richtig, wie luftig und feucht und lecker der Teig ist. Der Kameramann streckt immer schon die Hand aus. Hier ein Stück zum Probieren. Und jetzt nehme ich mir einfach den Tortenretter.
fahre hier einmal schön drunter und kann den Teig auf eine Tortenplatte setzen. Ich habe jetzt leider nur einen Teller da. Das hört man auch richtig. So feucht ist der. Und jetzt setze ich hier einfach meinen Tortenring außenrum, damit da gleich die Creme nicht ausläuft. Und jetzt nehme ich mir meine Erdbeeren. Die sind alle schon gewaschen. Und da müsst ihr immer aufpassen, dass ihr die Erdbeeren erst dann wascht, wenn ihr sie auch gebraucht. Denn wenn die gewaschen sind, werden sie richtig, also die sind sowieso empfindlich. Da muss man richtig sorgsam damit umgehen. Und wenn sie gewaschen sind, werden sie einfach schneller schlecht. Also das heißt, immer erst waschen, wenn ihr sie verbrauchen wollt oder wenn ihr sie essen wollt. Ansonsten werden sie richtig matschig. Und die habe ich jetzt schon gewaschen, wie gesagt. Werde jetzt hier den Stielansatz entfernen und werde sie dann halbieren und da ringsherum setzen. So, und zwar entferne ich das hier einfach ganz knapp am Stiel, weil diesen Strunk wollen wir ja nicht mit drin haben. Und ich habe jetzt die Erdbeeren ausgesucht, die ungefähr gleich groß sind. Also natürlich sind es ja natürliche Produkte, sind immer alle unterschiedlich groß, aber wenn ihr da welche erwischt, die eben gleich groß sind, ist das perfekt, weil es dann im Anschnitt nämlich richtig toll aussieht. Ich habe gar nicht gesagt, dass wir Erdbeeren brauchen, aber es war ja klar, dass wir Erdbeeren brauchen. Und zwar habe ich hier so ein Schälchen Erdbeeren, das sind ungefähr 500 Gramm. Natürlich kommt es darauf an, welche Tortenringgröße ihr benutzt. Und dann halbiere ich die einfach und setze sie dann mit der Schnittkante nach außen in den Tortenring. Und die restlichen Erdbeeren, die könnte ich jetzt auch halbieren und da reingeben. Aber damit man die Torte später einfach besser durchschneiden kann, werde ich sie jetzt etwas klein würfeln. Das mache ich direkt in die Torte rein, also ich brauche jetzt auch kein Schneidebrett. Und da kann man sie einfach später besser schneiden. So sieht es jetzt also bei mir aus. Ich habe das jetzt hier auch schön verteilt. Und habe das auch so ein bisschen flach gedrückt, einfach, dass es so ein bisschen ebenmäßig ist. Und jetzt kann ich da eben die Creme herstellen und die Creme darauf verteilen. Für die Creme habe ich hier 200 Gramm Schlagsahne, 125 Gramm Magerquark, 200 Gramm Joghurt, da habe ich jetzt den 4%igen. Ihr könnt aber auch Schmand nehmen oder nur Quark benutzen, also dann nochmal eben 200 Gramm dazu. Ihr könnt aber auch den Quark durch Joghurt ersetzen, also Hauptsache ihr habt 200 plus 125 Gramm. Und da könnt ihr, wie gesagt, auch einen Joghurt nehmen mit weniger Prozent Fett oder mit mehr. Und je mehr Fettanteil ihr habt, umso cremiger wird einfach dann eure Creme. Und deswegen habe ich jetzt hier den 4%igen und mit dem schmeckt es richtig lecker. Hier habe ich noch 50 Gramm Zucker, eine Tüte Agatine, das kennt ihr jetzt bereits schon. Das ist so ein pflanzliches Geliermittel, aber ihr könnt stattdessen auch 6 Blätter Gelatine nehmen oder eine Tüte gemahlene Gelatine. Aber wie ihr wisst, greife ich lieber gern zum pflanzlichen Produkt, weil ich das einfach besser finde. Und hier habe ich noch etwas Vanilleschote, könnt ihr natürlich auch weglassen oder auch zum Beispiel etwas Zitrone benutzen. Bei der Füllung werde ich jetzt so vorgehen, dass ich zuerst die Agatine bearbeite, weil die nämlich aufgekocht werden muss und dann eben etwas abkühlen muss. Und während die dann abkühlt, kann ich schon mal die Sahne steif schlagen und den Quark verrühren. Bei der Agatine macht ihr das jetzt so, dass ihr sie in einen kleinen Topf gebt, etwa 200 ml Wasser mit dazu gebt. Da könnt ihr zum Beispiel auch etwas Saft nehmen oder Zitronensaft. Aber ich möchte es heute einfach neutral halten, weil ich möchte, dass die Creme nach Joghurt schmeckt. Dann verrührt ihr das Ganze schön mit einem Schneebesen und lasst das aufkochen gemeinsam. Und wenn das dann aufgekocht hat, lasst ihr das Ganze 2 Minuten lang mindestens köcheln. Einfach damit die Agatine ihre Bindefähigkeit eben erreicht und dann eure Creme später gut gebunden wird. Die Agatine werde ich dann abfüllen in ein kleines Gefäß, damit sie eben schneller abkühlen kann. Und werde jetzt die Sahne steif schlagen und anschließend den Quark und den Joghurt bearbeiten. Was wird denn passieren, wenn du das ohne Agatine machst, also ohne Gelatine? Was wird dann eigentlich, was wäre dann? Dann fällt euer Kuchen leider zusammen, weil dann fehlt einfach diese Bindekraft und Joghurt und Sahne und Quark, die sind ja nicht so stabil. Und wenn man dann den Kuchen anschneidet, dann läuft so am Rand die Creme runter. Und wir wollen ja, dass der Kuchen, wenn er eben angeschnitten wird, schön die Form behält und jedes Stückchen auch ein Stückchen bleibt und nicht zu einem kleinen Haufen zusammenfällt. Und dann gebt ihr einfach eure Sahne in eure Rührschüssel, könnt ihr natürlich auch wieder ohne Küchenmaschine machen und mit einem Handrührgerät. Ohne Handrührgerät wird es sehr anstrengend.
Und dann lasse ich die Sahne bei höchster Stufe schön steif schlagen. Und wenn die Sahne dann steif geschlagen ist, dann werde ich sie jetzt kühl stellen und so lange die Quarkmasse zubereiten. Und hier gebe ich jetzt einfach den Quark hinein, den Joghurt, den Zucker. Da ist es auch besser, wenn ihr Puderzucker nehmt, habe ich jetzt aber vergessen. Das Vanillemark. Und jetzt wird es ganz kurz verrührt. Und das stelle ich jetzt so lange in den Kühlschrank. Hier könnt ihr jetzt auch sehen, dass dieser Joghurt ziemlich flüssig ist, also nicht so fest wie ein normaler Quark. Aber das ist gar nicht schlimm, deswegen haben wir ja auch die Agatine. Und jetzt gebt ihr etwas von diesem Joghurt mit zur Agatine und verrührt es schön. Die Agatine ist jetzt etwa handwarm. Und das machen wir einfach, damit sie jetzt nicht anfängt, an der Oberfläche zu gelieren. Wenn wir das jetzt nämlich hier reinkippen würden, würde es oben drauf gelieren und ihr hättet so Gelatine- oder Agatine-Stückchen da drin. Und jetzt rühre ich ganz schnell und fülle das schön hier rein. Und ihr seht jetzt auch, dadurch, dass ich jetzt 200 ml Wasser genommen habe, ist es jetzt auch sehr flüssig geworden. Aber die Agatine, die geliert bereits bei 35 Grad und deswegen wird es jetzt auch gleich wieder fest. Ich werde sie jetzt, bevor ich die Sahne hinzufüge, etwas in den Kühlschrank geben, werde aber jede Minute spätestens reinschauen, weil es jetzt wirklich sehr schnell geht. Also ihr seht jetzt schon, sie ist jetzt schon etwas fester geworden. Ich möchte jetzt nämlich einfach nicht, dass die Sahne auch flüssig wird und deswegen warte ich, bis das etwas geliert ist. Ihr seht, dass die Creme jetzt schon deutlich fester geworden ist. Und jetzt habe ich noch zwei Tricks für euch. Um zu kontrollieren, ob die Creme auch fest wird, nehmt ihr einfach einen kleinen Löffel und gebt etwas Creme auf einen großen Löffel. Und so stelle ich das jetzt in den Kühlschrank. Und wenn dann danach, nach so etwa 5 bis 10 Minuten, das nicht mehr läuft, also so wie hier, wenn es dann fest bleibt, wisst ihr, die Creme wird später fest werden. Weil man muss ja immer aufpassen, wie viel Agatine nimmt man, für wie viel Creme und so weiter. Und das ist so der eine Tipp mit dem Gelieren. Und ich möchte jetzt diesen Geliervorgang etwas beschleunigen, weil wir einfach gerade wenig Zeit haben und weiter wollen. Und ich nehme jetzt einfach etwas Sanapart und gebe das mit dazu. Ihr kennt es ja schon, das benutze ich ja ziemlich oft, weil es einfach sofort geliert. Und ich möchte jetzt nicht warten müssen, bis ich dann die Torte anschneiden kann und gebe jetzt einfach etwas Sanapart mit in die Creme. Und ihr seht jetzt, die Creme ist jetzt schon richtig schön fest geworden und den Rest erledigt dann einfach das Sanapart und die Agatine im Kühlschrank. Und ich kann jetzt direkt meine steif geschlagene Sahne unterheben. Und dann könnt ihr die Creme auch schon über die Erdbeeren geben. Und jetzt verteile ich das einfach schön mit meiner Winkelpalette. Geht natürlich auch mit dem Teigschaber, aber so geht es schneller und man kann es schön glatt streichen. So, das muss jetzt auch gar nicht ganz glatt gemacht werden, weil da nämlich später noch eine Schicht drüber kommt. Und dann gebt ihr die Torte etwa 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank. Ich werde sie jetzt allerdings in die Gefrierkultur geben. Also ich schummel jetzt ein bisschen, weil es jetzt einfach bei uns schnell gehen muss. Und werde sie da, glaube ich, so etwa eine halbe Stunde drin lassen, bis ich sie anschneiden kann. Und werde sie natürlich vorher erstmal fertig dekorieren. Und Sally, wenn man die Torte macht, wie lange braucht man dafür? Wenn man sie ganz normal macht? Wenn man die Torte ganz normal macht, braucht man ungefähr, also von Anfang bis jetzt habe ich vielleicht so eine Stunde gebraucht. Vielleicht ein bisschen länger wegen der Wartezeit. Aber auf jeden Fall, also maximal 1,5 Stunden. Maximal 2 Stunden mit Wartezeit zwischendurch. Und dann nochmal die Wartezeit danach. Ja, geht schnell. Und man kann ja zum Beispiel den Teig auch schon einen Tag vorher machen oder morgens. Und kann dann einfach, was weiß ich, arbeiten gehen. Und wenn man heimkommt und der Teig abgekühlt ist, kann man dann die Creme mit dem Tortenboden und mit den Erdbeeren belegen, die Creme drauf. Und dann geht es ja wirklich ganz schnell. Also das Schlimmste ist eigentlich immer so die Wartezeit mit dem Backen und dann eben nochmal mit dem Abkühlen. Und alles andere ist wirklich sehr schnell. Also Zubereitungszeit ist vielleicht eine halbe Stunde. Die Torte sollte man natürlich ziemlich schnell aufessen, weil da frische Erdbeeren drin sind. Also ich würde mal sagen, wenn ich sie heute zubereite und die Erdbeeren heute schneide, würde ich sie heute und maximal morgen noch essen. Vielleicht auch noch übermorgen, aber dann werden die Erdbeeren auch schon matschig. Meine Torte ist jetzt schön abgekühlt. Also wie gesagt, hatte ich sie jetzt kurz im Gefrierfach, um so ein bisschen zu schummeln. Und so sieht sie jetzt aus. Woran sehe ich, dass sie fest ist? Einfach, wenn ich schüttel, bewegt sich die Oberfläche nicht mehr mit. Und jetzt nehme ich hier meinen Teig und zerkrümel den in meinem Teller. Und jetzt nehme ich mir den und gebe den einfach erstmal da drauf. So viel, wie ihr möchtet. Und verteile den. Das ist ja eigentlich wie so ein Maulwurfkuchen fast.
Ich meine, ihr könnt ja auch andere Früchte nehmen. Wer keine Erdbeeren mag, nehmt halt Bananen oder andere Sachen, Birnen. Und jetzt habe ich hier so ein paar Joghurette, Schokoladenriegel. Und die werde ich jetzt zerschneiden und hier noch etwas dekorieren. Und dann könnt ihr das einfach da drauflegen. Und dann gebe ich jetzt einfach noch so zwei Erdbeerhälften drauf und die Torte ist fertig. Natürlich muss ich jetzt erst noch den Rand entfernen. Und so sieht jetzt mein fertiger Erdbeer-Schokoteig, Schokokuchen aus, die Schokotorte. Und ich finde sie echt richtig hübsch, gerade weil hier an der Seite die Erdbeeren so schön rausgucken. Und der riecht total lecker. Den schneide ich jetzt heute nicht an, weil mein Mann den morgen mit ins Geschäft nimmt. Also die Kollegen dürfen sich schon mal freuen. Und ihr fragt ja auch immer ganz oft, wer die ganzen Kuchen und Torten isst. Also ich muss das echt verteilen. Ich probiere immer alles und esse auch immer gern. Also wir essen bestimmt jeden Tag Kuchen oder Gebackenes oder irgendwas. Aber den Rest müssen wir natürlich immer weggeben. Das ist übrigens auch der Geheimtrick, um schlank zu bleiben. Man muss einfach selber immer viel kochen und viel backen, weil dann isst man von dem allen viel weniger, weil man es ja eigentlich jeden Tag wieder selber nachmachen kann. Dieses Rezept gibt es natürlich nachzulesen auf sallystortenwelt.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst und auch eine Bewertung. Und für den Sonntag habe ich mir überlegt, dass ich da entweder ein Nachgemacht-Video mache. Kein Nachgemacht. Ich wollte ein Classic machen und zwar entweder einen Rhabarberkuchen oder einen Käsekuchen. Oder ich mache ein Eis. Und zwar würde ich das so machen, dass ich es einmal mit der Küchenmaschine mache, also mit der KitchenAid, mit der Eismaschine. Die zweite Möglichkeit ist mit dem Thermomix und die dritte Möglichkeit ohne Eismaschine. Und das würde ich in ein Video verpacken, einfach damit ihr seht, wie kann ich zum Beispiel dieses Waldbeereis einmal eben mit Eismaschine, einmal mit Küchenmaschine, mit der Thermomix und einmal ohne machen. Und das würde ich so verpacken. Da hätte ich ganz gerne, dass ihr da jetzt mal abstimmt und sagt, ob ihr lieber jetzt das Eis sehen würdet oder eben diesen Classic, entweder Rhabarberkuchen oder Käsekuchen. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß, einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.